Hallihallo, weiter geht's mit dem Projekt Astroblock 2. In meiner Hand habe ich einen Scanner. Ich war mit dem unterwegs, weil ich gedacht habe, Moment, ich habe hier die Strukturen versucht zu finden und ich habe mir einen Flüssigkeitsscanner gebaut. Bringt gar nichts, weil ich habe gedacht, vielleicht kann ich hier so Wasser und Lava direkt finden. Bringt mir gar nichts, deswegen lege ich hier wieder mein ganz normales Teil hier rein und den Scanner brauche ich auch nicht mehr, denn ich wollte weitermachen und bevor ich das aber mache, habe ich hier nämlich was fertiggestellt, Leute. Einen Methankanister und ich habe das jetzt auch geschnallt endlich, wie das funktioniert. Und zwar dazu brauche ich, also ach so, das habe ich mir auch noch gebaut, die Water Source, das ist eine unendliche Wasserquelle. Habe ich gesehen, wird so gebaut, ganz normal, drei Eimer, ein bisschen Schleimbälle und ein Diamant. Und den muss man zweimal auffüllen und in dem Moment habe ich eine unendliche Wasserquelle. Ich habe hier meinen Tank und hier meinen Eimer, habe ich jetzt nicht hier, ne, der liegt hier drin. Mit dem kann ich quasi hier immer Wasser rausholen, reinfüllen und wenn das dann leer ist, dann mache ich einfach hier Rechtsklick oder links. Rechtsklick. Achso, momentan geht nichts rein, oder? Doch, Shift-Rechtsklick. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Das kann ich nämlich nicht mehr einsammeln. Okay. So, folgendes habe ich nämlich herausgefunden. Und zwar, der Gasverflüssiger steht jetzt an der falschen Stelle. Ich habe hier Wasser rein. Der macht mir dann, wenn ich auf Prozess klicke, hier quasi Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird direkt hier reingetragen. Der kommt dann hier vorne und füllt mir dann hier. Warte, dann mache ich mal, habe ich leere Kanister, ja, habe ich. Den brauche ich auch noch. Quasi der füllt mir dann hier, macht mir Methan. Also ich kann jetzt hier mal den Prozess starten. Dann füllt er mir das wieder um und wenn ich sage hier Prozess, kommt dann nämlich gespeicherter Wasserstoff. Das heißt also, der muss der hier sein eigentlich. Ich weiß nicht, wie der Wasserstoff hier reinkommt. Und ich habe dazu gebraucht fragmentierten Kohlenwasserstoff. Weil, das sagt auch das Teil, ist ganz normal, 4 Kohle, dann bekommt man 32 raus. Und der füllt mir dann hier den Gasspeicher voll. Und ich kann jetzt sagen, stopp und hör auf, damit der Strom nicht verbraucht wird. Und das mache ich jetzt auch. Schöne Sache. Und da habe ich jetzt das quasi freigeschalten. Und ich würde jetzt aber heute, nachdem ich jetzt auf dem Planet war ohne Ende, achso, jetzt bin ich wieder auf der falschen Seite, ich hab das nämlich hierher gedreht. Weil ich sowieso standardmäßig hier spawne. Ich würde gerne im Questbuch heute ein bisschen weitermachen. Und zwar nämlich dieses Maschinenzeug abstellen, beenden. Da haben wir jetzt alles gemacht und ich würde jetzt diesen Shield-Generator bauen wollen. Der liegt noch nicht draußen, den lege ich mir jetzt mal raus. Und dann noch diesen Black Hole Storage. Aber wie gesagt, oh, dann müssen wir mal schauen, was das ist. Okay, kann man so machen, alles klar, in der Assembling Machine. Alien Miner Parts habe ich mir gekauft. Da hab ich noch eine ganz blöde Idee. Warte mal ganz kurz, ich muss schnell mal. Ich will mal schnell mal. Ich habe da nämlich ein Video gesehen. Ich baue mir jetzt mal schnell so einen Morb. Kann ich den schon bauen? Roysable Morb. Kann ich den bauen? Ich habe keinen. Keine Seelenerde. Wie bekomme ich denn Seelenerde? Mit Hellish Matter habe ich ja genug durch meine Farm hinten. Dann würde ich sagen, ich baue mir hier mal 8 Stück oder 16 Stück. Und da ich das jetzt hier gesehen habe, reusable, also wiederverwendbar, dann würde ich da mal, ich habe kein Signalum. Ich würde nämlich gerne mal Mobs fangen. Ich nehme jetzt mal eins mit und würde gerne mal schauen, ob ich hier in der Gegend die Mobs damit einfangen kann. Ich habe nämlich keine Lust, ständig hier durch die Gegend zu fliegen, damit es leckt und so weiter. Sondern ich will mir mal, wo habe ich denn den? Da unten. Da unten sind die Bergarbeiter. Da gehe ich jetzt mal hin und versuche mir mal einen zu klauen. Ob das da geht, also ich kenne ja das mit den, so ähnlich mit Mod, dann legt mir die Kugel hin und dann sammelt er den ein. Jetzt weiß ich nicht, ob das hier geht.
Monster, es dürften eigentlich nur noch die Bergarbeiter da sein. Ja, und die brauche ich ja immer hier für bestimmte Sachen, eben um diese Alien Miner Parts zu kaufen. Und ich würde jetzt gerne mal. Okay, was steht denn da hier im Moment? Wie kann ich die einfangen? Ich habe gedacht, das geht, das wäre natürlich super gewesen. Okay, halte Shift. Throw at a mob. Okay, werfen soll ich das? Throw at a mob. Oder man kann den vielleicht gar nicht einwerfen. Oder ich brauche einen anderen. Oder aber ich gehe mach einfach mal hier Shift, Rechtsklick. Okay, geht auch nicht. Und einmal so rauswerfen, ohne die Drop-Taste. Ja, geht leider auch nicht. Okay. Ja, war so eine Idee von mir. Ja, gedacht, okay, vielleicht kann ich da hier mal. Ach komm. Vielleicht kann ich ja hier mal ja, ein paar Mobs grinden. So, bin jetzt wieder zu Hause. Dann ist das jetzt fehlgelaufen. So, und zwar folgendes. Ich wollte ja erst einmal hier das herstellen. Und zwar, da würde ich eine Obsidian-Truhe. Habe ich Obsidian? Ich habe keine Diamant-Truhe. Ich habe keine. Doch, habe ich. Die baue ich jetzt nicht extra. Da klopfe ich mir hier unten eine ab. Ich bin wieder im Hoover-Modus. Erstmal deaktivieren. Es sind so viele Tastaturbefehle, die ich hier verwenden kann. Okay, dann ab geht's mit dir. Dann baue ich jetzt hier eine. Bleib mal schön locker hier. So, dann brauche ich noch das hier. Okay, Dark Energy Pearl. Die müsste ich doch noch haben, oder? Dark. Aber die dreht sich nicht. Da habe ich jetzt drei Stück drin. Okay, kann ich eine machen? Ich würde es ja gerne ausprobieren hier, ne? Wirklich wahr. Neun Stück. Also ich brauche hier Eisen. Und diese Alien Miner, da habe ich glaube ich 16 Stück gekauft. Ja, genau, die nehme ich mir mal alle raus. Und hau mir die gleich mal da rein in die Assembling Maschine. Ich mach mal, ich weiß gar nicht, wie viele jetzt rauskommen, ich habe jetzt gar nicht nachgeschaut. Sind die stackbar? Ja, ne? Machen wir mal zwei Stück. Glowing Iron Ingot, für was braucht man das noch? Ja, für gar nichts weiter, ne? Macht nichts. Dann gehen wir mal hier hin und würde sagen, jetzt dürfte ich eigentlich alles haben. Genau, dann kann ich nämlich dieses Black Hole Storage bauen. Als nächstes diesen Sheet Generator. Da dürfte ich alles haben. Da dürfte ich gepresstes Dash. Ich habe kein Dash. Ach komm, hör auf, hey. Na gut, das geht ja ganz schnell. War das hier? Genau, hier war das. Machen wir mal hier schnell ein paar Dash. Und fügen das hier unten ein. So, dann habe ich quasi diesen Sheet-Generator auch. Chapter complete. So, mein Problem, ihr wisst ja, mit dieser Dark Energy. Ich mache das jetzt mit euch. Ich gehe jetzt dahinter, wo ich es bis jetzt habe, in meiner Kiste da. Und sobald ich die aufmache, stürzt mein Spiel ab wahrscheinlich. Ich probiere es, also. Wisst ihr, was ich noch probiere? Ich nehme erstmal meinen Hammer raus. Ich probiere jetzt mal was aus, ob es am Hammer liegt. Ich würde jetzt einfach mal den Hammer rauslegen. Und jetzt gehe ich hier noch. Ach, jetzt mal dagegen, dagegen. Aber ich glaube. Seht ihr, Spiel stürzt ab. So, ich bin jetzt gleich ein paar Schritte zurückgegangen, weil ihr habt gesehen, live dabei, sobald ich die Kiste öffne, wo dieses Teil hier drin liegt. Da hinten steigt er mal aus. Also deswegen kann ich leider mit dieser Materie hier nichts anfangen. Aber was soll's. Hier übrigens, das wundert mich, weil die Kisten hier nämlich komischerweise, weil ich die nicht abbauen kann. Ach, wisst ihr was? Ach, das sind meine Upgrades drin. Ah, ich verstehe. Mich hat's gewundert, wieso kann ich denn die nicht stapeln?
Okay, jetzt verstehe ich, da sind meine Upgrades drin. Ach, da wird sogar zwei drin, jawohl. Ich meine, das kriege ich nicht raus, weil. Oder? Ja, da müsste ich erst welche nachfüllen. Okay, auch gecheckt, abgeschlossen. Weg mit euch. Echt schade, ich hätte die dunkle Materie gerne ausprobiert, aber da mir das Spiel ständig abstürzt mit More Planets und es ist auch kein Update vorhanden, lässt sich es leider nicht ändern. Übrigens, ich habe trotzdem mein Geld. Das war letztes Mal, ich hatte ja nur 0 angezeigt, warum auch immer. Und jetzt habe ich alles. So. Habe ich immer noch nicht gefunden. Muss ich noch suchen, aber ich würde gerne jetzt erstmal diesen Proxima, den habe ich ja zweimal, einmal durchs Fernglas jagen mit euch. Und dann denke ich mal, ich muss sowieso dann nochmal zurück und den anderen suchen. Aber da fehlt mir jetzt ehrlich gesagt die So. Einmal Strömelein. Komm, das reicht. Und einmal suchen. So. Dann spüre ich mich wieder nach Hause. Eigentlich, ne, man hat so viele Raumanzüge und so viele Sachen, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Aber ich glaube, ich bin jetzt irgendwo dabei, wo ich sage, ey, ja, ich möchte mal mehr bei den Quests vorankommen. Und jetzt schaue ich mir mal rein, was er jetzt gemacht hat. So. Visit Proxima B. Warning. Hold the Space Key after landing. So, Leute. Wenn ich jetzt. Ich drücke mal kurz Pause und speichere mir mal den Spielstand, falls es auch so ein Planet ist, wo ich dann wieder durch die Luft gewirbelt werde. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Gespeichert. Mich ärgert es, dass er den hier oben nicht erkennt. Ne? Wahrscheinlich kann ich die ganze Quest nicht abschließen, weil der mir das blöde Papier hier oben nicht erkennt. Naja, gut. Also, jetzt habe ich gespeichert. Bevor ich jetzt zu dem Planeten reise, muss ich mich natürlich noch ein bisschen ausrüsten. Klar, mein Sauerstoff werde ich jetzt noch gar auffüllen. Meinen leeren Tank habe ich, meinen Hammer, muss ich wieder mal reparieren lassen kurz. Und so das Übliche, die üblichen Vorbereitungen hier, die ich ja immer habe. Übrigens, bei meiner letzten Aktion hatte ich noch schwarzes Loch Haustier gefunden. Jetzt gebe ich schwarzes Loch ein, ich wollte Eisen. keine Ahnung, für was das ist. Auf jeden Fall repariere ich mir erstmal meinen Hammer hier unten. Und damit der fit ist. Und ich baue auch alles jetzt direkt ab, ohne Behutsamkeit und so weiter. Also, ihr habt hier noch gefunden. Was war denn das jetzt alles? Ich glaube, die Kuh. Das Mondhaus hier habe ich, glaube ich, mit euch gefunden. Ich weiß gar nicht. Das Teil habe ich gefunden und Sattel. Ich glaube, Sattel war da auch dabei und da so einen zweiten wieder. So, also pass auf. Gehen wir mal alles durch. Ich habe jetzt einen Hammer. Ich habe die Spitzhacke, die ich nicht brauche. Ich habe was zu futtern dabei. Und ja, dann geht's ab. Ja, er hüpft wieder hinten rum. Treibstoff, glaube ich, muss ich hinten nachladen. Ah, Moment. Das Shuttle nehme ich mir gleich mit. Und mein Greifhaken. Und natürlich brauche ich Fäden dazu. Die nehme ich auch mit. 64 Stück reichen. So. Ich bereite jetzt alles vor, bis wir oben wieder die Landebahn aufgebaut haben. Und dann melde ich mich gleich wieder. Ich stehe jetzt hier vor meiner Rakete und überlege gerade, Leute. Weil, schaut euch mal den Meteor und der da oben schaut zu, mach mir jetzt bloß in meine Rakete kaputt, da kriegst du echt Ärger. Ich soll ja Proxima, den hat er mir jetzt ja auch im Fernglas gefunden. Wenn ich jetzt aber M drücke, ist, ach Gott, wie weit ist denn der? Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich gar nicht vorhanden, jetzt ist der da oben. Ach du grüne Neune, wie komme ich da hin? Anzahl der Monde, ach, da oben wird aber angezeigt. Wo ist denn der da oben? Da oben. Okay, und dann brauche ich wahrscheinlich vollen Sprit. Brauche ich wahrscheinlich echt vollen Sprit. Ich denke aber, dass ich hier genug habe. Jawohl, der ist voll. Ich würde sagen, dann drücken wir doch mal. Ach, direkt Start kommen.
und fliegen jetzt mit meiner Rakete wieder weg. Natürlich wieder in dem Modus hier, ganz normal. Bis gleich. So, wir heben ab. Wir fliegen nach oben. Ganz normal, wie immer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Sprit der verbraucht. Weil der Planet ist schon ziemlich weit weg. Also ich gehe mal stark davon aus. Ich lege mal gleich mal... Okay, es geht jetzt nicht. Weiter oben ist er komischerweise nicht drin. Ich kann den hier nämlich gar nicht anklicken. Das heißt, ich muss hier rauszoomen. Dann schauen, dass ich den treffe. Und dann... Ich komme da gar nicht hin. Ah, jetzt komme ich hin. Starten. Ich komme da gar nicht hin. Zu dem Mond. Centauri. Was mache ich jetzt, Leute? Was mache ich jetzt? Hier steht starten. Ich kann nicht starten. Ich kann nicht auf den Mond. Boah, ich muss irgendwo hinfliegen. Meine Rakete sagt es. Ich will in die Milch. Okay, pass auf dann. Dahin auf keinen Fall. Dann mache ich nach. Komm, ist egal. Flieg mir nach. Saturn. Komm. Ist ein kalter Planet. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Wieso ist denn das rot? Wieso kann ich da nicht hin, Leute? Und ich kann auch kein Buch aufmachen. Das heißt, ich muss jetzt hier hinfliegen. Egal, ob ich will oder nicht. Ja, ist gut. Ich bin schon. Das ist jetzt natürlich jetzt wieder so eine sinnlose Reise hierher. Und wenn ich gelandet bin, schaue ich direkt nach, was da los ist. Mit dem Planeten. Und schön langsam runter natürlich. Ja. So, und einmal aussteigen. Einmal reinklicken, nehmen, nehmen. So, und ab nach Hause. Weil ich das jetzt nicht verstehe. Okay. Bis gleich. So. Proxima B Planet. Was ist Proxima? Was genau ist jetzt falsch? Weil das da oben nicht da ist, oder wie? Leute, ich kann den Planet nicht erreichen. Was mache ich denn jetzt hier? Warnings, hold space after landing. Ja, was mache ich jetzt? Jetzt hänge ich hier fest. Ich hänge jetzt im Questbuch fest. Okay, die Aufnahme ist jetzt bei 18 Minuten. Ich komme nicht weiter, weil der Planet lässt sich nicht anklicken. Ich mache mal kurz Pause und lese mal was im Internet. Ich habe jetzt nichts gefunden, Leute. Das Einzige, wo ich jetzt vielleicht noch drüber nachdenken könnte, sind diese verschiedenen Papiere. Ich weiß es nicht. Die ich hier habe. Das war da wahrscheinlich Extra Planets. Ich habe hier noch so verschiedene Dokumente gehalten, bekommen. Die da hier. NASA Workbench. Black Hole Storage. Nee. Das ist wieder was anderes. Was ist denn das hier? Black Hole Storage. Ich finde auch kein Buch, ne? Das mir hier weiterhilft. Hammerchor. Thermal Foundation. Hammerchor. Sagt mir nichts. Aber wisst ihr was? Ich habe mir doch so ein blödes Buch gekauft. Warte mal. Dieses hier. Okay, Venus. Habe ich ja auch nicht bei mir. Die wird ja gar nicht angezeigt. Asteroiden, schaut mal her. Da steht's, ne? Greifhaken herstellen. Da könnte ich mal abhaken, was ich bereits gemacht habe. Ceres war ich schon. Merkur war ich. Miranda, Enkelos, Eo, Europe. Kuiper Belt. Da steht aber nichts da, dass ich was brauche.
Craft Infected Spore Protection. Oh, da brauche ich neue Ausrüstung. Ach, kann das sein, dass ich mein Raumanzug nicht passt? Venus habe ich nicht. Oberwelt habe ich nicht. Lass mich mal durchlesen. Oberwelt. Mars habe ich auch noch nicht. Sauerstoff Thermal. Asteroiden. Da bin ich ja jetzt. Das kann ich alles machen. Thermalanzug habe ich auch. Und Raumanzug habe ich auch. So, Diona. Den Planet habe ich nicht. Venus. Stufe 2 Thermalanzug. Aha. Und für die ganzen Planeten. Nee. Proxima B. Craft Infected Spore Capsule. Aha. Okay, Moment. Also für Nibiru brauche ich Nibiru. Shield Controller. Craft Infected Spore Protection Capsule. Boah, was ist denn das hier? Craft Protection Capsule. Schauen wir mal, Protection. Das habe ich ja. Das muss ich mal mein Inventar schauen. Vielleicht muss ich das unter Schutz eingeben, weil ich spiele ja auf Deutsch. Schutz. Schutzanzug Helm. Ne, das brauche ich nicht. Schutzzubehör. Ach so. Vielleicht brauche ich den Raumanzug. Ich habe nämlich im Internet nichts gefunden, Leute. Ich habe im Internet nichts gefunden. Vielleicht muss ich dann wirklich diesen weißen Anzug anziehen. Das probiere ich jetzt direkt mal aus. Noch, also sonst wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Oh, mit Shift rechtsklick macht er gleich alles automatisch. Dann probiere ich es jetzt direkt nochmal so mit der Ausrüstung. Und das lege ich mal ab. Keine Ahnung. Also irgendwo liegt ein Fehler vor. Vielleicht aus meiner Seite. Ansonsten würde ich sagen, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, dann werde ich mich zu Pluto begeben. Kostet natürlich jetzt mal Fuel ohne Ende, Treibstoff. Soll ich jetzt wieder nicht landen können auf Ceres, weil wahrscheinlich irgendwas mit meiner Ausrüstung nicht stimmt, würde ich dann glatt mal Pluto besuchen und mir das Research Paper holen. Das wird richtig eng mit dem Treibstoff. Ich glaube, da komme ich nicht hin. Wie viel ist denn da drin? Null. AOW, mein Treibstoff ist leer. Wie viel habe ich denn? 53%, das ist natürlich übel. Das ist nicht nur übel, das ist mehr wie übel. Aber ich habe ja Gott sei Dank hier irgendwo Treibstoff, weil ich kann nämlich diese Methankanister da oben reinlegen. Da macht er mir hier Fuel draus. Und ich klaue mir das mal. Lass das mal gar verarbeiten. Die 1000 und dann. Ich hoffe, das reicht mir hier. Komm, das reicht mir auch so. Ansonsten, Leute, ja, was soll's. Okay, das ist jetzt leer. Wisst ihr was? Komm. Ich habe zwar nicht viel Treibstoff drin, aber. Zu 68% voll. Und ich versuche jetzt wieder mal auf den Planeten zu kommen. Sollte es nicht. Ist zu laut, ne? So, jetzt kann ich wieder reden. Sollte es jetzt wieder nicht funktionieren, puh, dann bin ich überfragt. Auf der Seite von Galaxy Space, also wo der Mod ja drin ist, da steht hier, wo habe ich es denn?
Ich komme nicht raus aus diesem Kreis, ne, Leute. Ich komme einfach nicht raus. Da steht Anzahl der Monde 0. Aber jetzt ist er blauer Kreis. Aber hier ist rot. Proxima Centauri. Ich komme da nicht hin. Na gut, dann ist halb so wild. Dann mache ich jetzt zu Pluto. Schau, ob ich irgendwo das Research Paper herbekomme. Und ja, dann muss ich halt die Folge hier beenden und schneiden wir hier raus, mein Bildschirm klein machen für die Aufnahme. Und ich bin so schnell, ja, ist mir wurscht, wenn ich unten kaputt gehe. Na, ist mir ehrlich gesagt nicht wurscht. Aber jetzt mal schon langsam werden, langsam. Ja, okay, dann, wenn ich unten bin, würde ich sagen, Leute, ich suche mir einen Dungeon, habe ich ja gerade gesagt, und beende die Folge diesmal dann hier. So, nur noch schnell die Ra Nee, oder? Alter, wo ist jetzt meine Rakete? Meine Rakete. Wieso ist jetzt meine Rakete da? Ich habe sie doch gar nicht rausgenommen, Leute. Was ist denn? Habe ich jetzt zwei Raketen? Was ist denn das für ein Bug, Leute? Was ist denn das für ein Bug? Was ist denn das jetzt für ein Bug? Erst habe ich gar keine drin. Erst habe ich gar keine drin. Ist das der zweite Lande, weil ich jetzt zum zweiten Mal im Pluto bin? Und habe meine Rakete vergessen, oder was? Ich drehe doch glatt am Rad. Hey, was ist denn das jetzt für ein Müll? Ja, mir soll es recht sein, Leute. Mir soll es echt recht sein. Ihr habt es ja gerade gesehen. Da habe ich reingeschaut, war nichts drin. Und dann gehe ich darüber. Wisst ihr was? Ich glaube hier, ich drehe, glaube ich, echt bei dem Rad. Ja, jetzt habe ich zwei Raketen. Toll, super. Ich suche mir jetzt einen Dungeon und beende die Folge mal und versuche mir wirklich im Internet was über diesen Proxima rauszubekommen. Entweder ich muss hier noch was herstellen oder meinen Anzug hier noch verbessern, dass ich überhaupt dahin kann. Leider ist auf der Homepage auch nichts zu sehen, also ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Naja, ich hoffe vielleicht, ja, ihr konntet was mitnehmen, aber ich glaube es eher nicht. Ich habe auf jeden Fall jetzt zwei Raketen. Mega. Entweder ist es auch wieder so ein Bug, weil ich jetzt zufällig, ich lande beim nächsten Mal nochmal hier auf Pluto. Vielleicht habe ich dann noch eine Rakete. Vielleicht ist das so ein Bug. Naja, gut. Ich sag danke. Tschüss.